Und hier sehen wir uns wieder in meinem neuen Video, das erste Fahrvideo auf der Teneré 700. Heute am, wie gesagt, 1. März ist es ziemlich geiles Wetter. Heute früh war es noch bewölkt und jetzt schaut euch das an, blauer Himmel. Alles ist eingerichtet, wie ihr in meinem letzten Video schon gesehen habt. Zubehör ist dran. Ich habe gerade eben noch einen kleinen Mount für die Osmo Pocket hinten aufs Heck geklebt. Das werde ich vielleicht nachher mal testen. Und ja, dann geht es heute zu einer kleinen Ausfahrt mit zwei Spätzeln übers Land. Hoffen mal, dass nicht so viel Dreck auf der Straße ist und wir gut fahren können. Und ja, mega happy auf jeden Fall. Das ist natürlich ein mega geiles Gefühl, mit dem neuen Bike unterwegs zu sein. Das heißt, wir sehen uns gleich, wenn ich den Matze an der Tanke treffe. So, wir sind an der Tanke angekommen. Steht das gute Stück. Dem geilen Helm. Der Matzinger ist auch schon angekommen da hinten. Er tankt aber noch. Und ja, wie man sieht, Wetter ist optimal für einen kleinen Rideout. Und ja, ich würde sagen, wir warten noch kurz auf den Herrn und dann fahren wir los. So, wir fahren jetzt zum Sammerberg hoch. Riesbahn ist da links, gleich auf dem schneebedeckten da. Also wer den Sammerberg noch nicht kennt, gibt es viele Wege hier hochzufahren. Lohnt sich auf jeden Fall. Schauen, ob ein paar Motorradfahrer da sind. Mein Pferd ist da. Ja, und da links ist der Typ von gerade eben. Ja. So, weil der besser aussieht, oder wie? Ja, der Antonio wird jetzt überraschend gefilmt. ja, also wir haben es geschafft, sind am Sammerberg oben. Wunderschönes Wetter, wie ihr seht. Und ja, wir suchen jetzt einen Kaffee auf. Dann ist der Chiemsee für alle Landratten. Und schauen wir mal, ob wir nachher was finden. Der Chiemsee ist da noch viel weiter drüben. Also Matze, wo ist der Chiemsee? Der Chiemsee ist viel weiter drüben. Das ist der Simsee. Richtig. War ein kleiner Test. Aber den sieht man wahrscheinlich nicht. Also der See da vorne, da so Simsee. Das ist eigentlich ein ziemlich geiler Aussichtspunkt hier, weil man nichts vor sich hat. Da ist er weg. Geile Kombination. Porsche, dann so ein kleines Motorrad, was auch immer es ist. Schaut aus wie diese Honda Monkey oder so ähnlich. Dann die MT-09, Teneré 700 und Afrika Twin hinter mir. Außenkurve, zack. Nochmal schön die Kurvenlinien kontrollieren.